Schön, dann wird das nämlich auch nicht vergessen. Der Vorteil ist natürlich, dass wir uns jetzt gemeinsam an die Analyse setzen werden oder setzen müssen, die ich sonst morgens schon mal in der Vorbereitung für mich mache, was wir heute nicht geschafft haben. Das heißt, wir werden uns gleich mal von Chart zu Chart hangeln und dann werde ich einfach mal laut denken und sehen, dass ich mir meine Bilder hier mal Stück für Stück auseinanderpflücke, um mal zu gucken, was da geht oder was da gehen kann. So, Brille suchen. So. Dann gucken wir uns Punkt A mal den Euro an. Damit sollten wir starten. Und danach gucken wir uns mal den DAX an, der uns ja gestern, ja, gut, was, sag ich mal, an die, nicht an die Ohren gegeben hat, aber ja, so gelaufen ist, wie er eigentlich nicht laufen sollte. Es war zu erwarten, dass er nochmal da runterschießt, aber das sollte jetzt eigentlich auch der Abschluss gewesen sein von der Nummer, die er hier gezogen hat. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Im Euro starten wir mit dem, das haut hier immer nicht hin. Mit dem übergeordneten Chart. Und das ist so ärgerlich, ich wollte euch heute ein bisschen ärgern. Ich wollte extra mit Webcam arbeiten. Wir haben hier so einen affengeilen Stellplatz, direkt am Flusslauf, ganz alleine, nicht links, nicht rechts, keinen Nachbarn. Direkt an der Stromschnelle, das heißt, ihr könnt von der Terrasse aus mit der Fliege angeln. Was ich gestern auch getan habe und noch ein bisschen länger und deswegen ist ein bisschen später ins Bett. Okay, unsere Marke 1,12 hier oben, die hat gehalten. Im ganz übergeordneten Chart haben wir dieses Dreieck, in diesem Dreieck keilt er sich immer weiter ein. Deswegen haben wir am Wochenende auch noch geschrieben für die Multipro-Händler nach Möglichkeit die Automatisierung rausnehmen. Der Nachteil von so einer Automatisierung ist, und das gucken wir uns jetzt mal in dem hier noch an. Wie wir wissen oder wie ihr euch erinnert, auf jeden Fall das Gros, was ja bei uns mal im Seminar so gewesen ist, laufen die meisten Bewegungen in drei Wellen ab. Über den normalen Multipro-Handel können wir drüber nachdenken, wenn er in diesen Widerstandsbereich hier jetzt eintaucht, 1,1037 bis 32. Den wird er sich jetzt holen und dann sollte die Bestätigung vom Trendbruch aus dem Mai, der hier nun mal erfolgt ist, wir haben hier noch einen gesunden Abwärtstrend mit einem Fake und wenn er den jetzt hier bestätigt, die Linie bestätigt, dürfte erstmal alles wieder Richtung Long gebürstet sein. Heißt,
Diese Marke könnt ihr euch einen Alarm reinlegen, das Kursverhalten angucken. Immer wenn er diese Linie angelaufen ist, gab es heftige Reaktionen. Und wir müssen damit rechnen, dass das hier auch recht schnell geht. Dass hier runterläuft in diesem Bereich. Wir sehen, wie diese Linie, die 161 auch gehalten hat, immer nur mit einem Spike durch. Das gleiche könnte jetzt hier passieren, mit einem kurzen Spike hier durch und dann direkt sollten die Käufer wieder in den Markt schießen, es sei denn, wir finden bei den Griechen die nächsten Hürden, dass sie irgendwelche Faxen machen und das Bild wieder völlig durcheinander würfeln. Ups, das war jetzt falsch, das wollte ich nicht. Da, nein. So. Die Marke im 30er Bereich haben wir, wenn wir 37 bis 32 und 37, 39 und 32, 33 sind hier unten Zielbereiche. Heißt, wenn wir uns hier shortig platzieren und dann dürfen wir oder müssen wir wissen, dass wir uns im Moment bei Shortbewegung in der Korrektur befinden. Das heißt, wir müssen die Positionsgröße dementsprechend anpassen. Wir müssen damit rechnen, dass er nur ganz kurz hier runterläuft und dann sofort wieder zurück. Für mich spricht im Moment auch noch der Zielbereich dagegen. Ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da.
Wieder da. Aber jetzt beinahe was schiefgelaufen hier. Musste nur kurz was klären. So, was haben Sie gesagt? Wir haben gesagt, was dagegen spricht, sind die Zielbereiche heute. Hier unten, fast auf den Punkt, wenn ihr euch die letzten Male erinnert, ist er jedes Mal ein, zwei Punkte über dem Tief abgedreht, um dann den Zielbereich zu holen, was er jetzt gemacht hat, und dann den nächsten zu holen. Das heißt, hier ist nicht viel drin. Ich würde in dem Fall jetzt den Handel entweder sein lassen oder hier drüber eine Long-Position platzieren. Da drüber. Mal gucken, ob ich jetzt meinen richtigen Chart finde. Da haben wir ihn. Und jetzt geht der Stop direkt darunter. Und wir müssen so Ufbas an der 70 und an der 82. So, wenn er jetzt hier oben durchgeht, dürften wir als nächstes Ziel relativ schnell die 70 sehen. Da legen wir uns einen Alarm hin. Dann sehen wir mein Tagesziel heute relativ schnell kriege hier. Das dürfte hier ratzfatz gehen, dass er hier oben durchschießt und dann muss ich relativ schnell reagieren. Warum rechnest du nicht mehr mit einem möglichen Rücklauf bis an den unteren Zielbereichen legst, er daher den Stop schön eng? Weil ich mich hier gegen die Hauptrichtung, ich muss damit rechnen, wenn er hier unten den unteren Zielbereich, dass er nicht mehr den unteren Zielbereich holt, sondern dass er bis an die paar 30 läuft, an die 37 bis 32. Unten haben wir uns gerade rausgeholt. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir das hier angucke, die Unterkante angelaufen, die Stops hier drunter ganz kurz geholt, umgekehrt, zwei ausgeprägte blaue Kerzen, kleine Korrektur, schönes Ding.
So, wir sehen, dass er jetzt gleich im nächsten Zielbereich oben die 70 holen sollte, haben wir ja gesagt, das wird auch relativ zügig gehen. Und schon gehen wir aus dem Risiko. Jetzt sind sogar die Kosten gedeckt. Und wir haben den nächsten Zielbereich dann oben bei der 82. Also auf 80 ungefähr, dann würden wir sogar auf unsere 20 Punkte kommen. Wenn er das dann macht. Bestätigung von den beiden Hochs. Machbar. Und den TP ziehen ein Stück unter die 80. Den Rest machen wir manuell. Soll ich ein bisschen bewegen hier. Er verwöhnt uns ja nicht gerade. Normalerweise bin ich das gewohnt, dass er dann hier auch Dampf gibt und wenigstens bis an diese Linie relativ zügig läuft. Wir müssen vor massiven Anstiegen damit rechnen, dass er unten die 37 oder 32 noch holt. Okay, zur Erleichterung oder zur Ablenkung gucken wir uns mal den Kumpel hier an. Wir haben gestern, wir haben gesagt, 10.850, beim DAX müssen wir immer ein bisschen Luft dazugeben, 10.850 und gestern hat er bei diesem massiven Abverkauf, zack, einmal runter bis an die 10,8, das heißt auch mit ein bisschen Luft wird es eng, dann dieses Szenario, dann der kurze Anstieg 29, dann der Rücklauf 10,873 und genau diesen Bereich, auch nach unserem DAX Pro, haben wir gestern gelongt. Und diese Position ist auch noch im Markt. Wir können, wo habe ich die denn jetzt? Da. Sie ist bei knapp unter 10,9, also mit 20, 22 Punkten abgesichert.
Wir wären hier oben drüber, über der 11.021 und 11.000, noch besser über der 11.050, wenn er das schaffen sollte, haben wir es, glaube ich, geschafft. Und die Bullen können aufatmen. Solange müssen wir aber noch damit rechnen, dass er eventuell sogar hier drunter nochmal die Stops holt oder den ganzen Kram wegrasiert hier. Also müssen mit einem Tief nochmal bei 10,8 ungefähr rechnen, bevor er nochmal Anlauf nimmt an die 12. Aber wenn ich das schaffe, werde ich nachher ein bisschen den Stop bei 10, knapp unter der 10,9. So, unsere Position, die hangelt sich hier langsam nach oben. Aber sehr langsam. Und schön wäre es, wenn er sich jetzt hier die Nummer holt. Wenn er die 70 sogar gleich durchschlägt, dann sind wir relativ schnell oben an der 79 und dann haben wir unser Tagesziel im Sack, das, was wir eigentlich wollen morgens. Und dann war es ja gar nicht so schlimm, wenn der Papa mal ein bisschen länger die Äuglein zugehabt hat, ne? Los jetzt. Punktlandung, da soll er jetzt durch. Da haben wir sie und unser Stop, unser automatischer Stop ist jetzt schon hinterher. Wir werden den jetzt noch straffer ziehen. Wir jetzt schon mal 4 Punkte in den Gewinn gehen. Und hoffe, dass er den Bereich jetzt mit Gewalt nimmt und hier hochschießt und kurz unter der 82 dreht. Dazu muss ich jetzt den Schlusskurs darüber schaffen. Der DAX orientiert sich massiv Richtung Süden. Ich werde eventuell gleich darüber nachdenken, die Position zu drehen und den Lauf bis 10,8 mitzunehmen. Fünf Punkte, 5,1, halbes Tagesziel, schade. Dann los, nur hopp, hopp, hopp. Dürfen die 5-Minuten-Kerze auch nicht aus dem Auge verlieren. Ich nehme, sorry, ich nehme meinen Handelschart hier mal runter auf meinen anderen Schirm.
Damit die 5-Minuten-Kerze darunter muss der Stop, wenn wir uns die Kerze angucken, wir handeln nicht dagegen, lege ich meinen Stop jetzt auf die 66. Also 65,4, 65,5, da liegt er ganz gut. Ah, da muss ich ihn sehen und dann braucht noch eine Position oder sowas da. Mal gucken, oder vielleicht nachher noch eine. Lieber ist es mir, wenn er morgens einen so einen Rutsch macht und in einer Runde durchdreht. Aber es fehlt auch ein bisschen Musik, ne? Wenn er jetzt ein neues Hoch macht, nützt uns das nicht allzu viel, weil wir können dann gerade den Stop einen Punkt nachziehen. Das ist nicht viel. Aber wenn er jetzt ein neues Hoch machen sollte, um den Trend fortzusetzen, und unser Alarmsystem, was ja nochmal andere Filter anwendet, spricht auch dafür. Das hat hier erst das Long-Signal gesetzt, was den DAX nach unten drücken würde und mich auch dazu bringt, den DAX zu drehen. Ich bin mit 20 DAX in Long und bin bei 74 rein. Das heißt, dann können wir sehr schnell. So, jetzt auf geht's. Oben bei der 80 will ich drüber nachdenken, die Position glatt zu stellen. Oh, hat er schon gedreht. Meine DAX-Position ist, wie man sieht, gedreht und auch gleich so, dass ich da, ich war mit 20 DAX in Long, die haben jetzt gedreht auf Short und hier unten werden sie wieder drehen. Und dann aber mit dem Stop da drunter unter der 10,8. So, und die lassen wir jetzt schön laufen hier. Rolando ist schon raus mit 7 Punkten. Unsere läuft noch. Und bei mir geht der Stop auf 7,5 Punkte. Und jetzt heißt es Hop oder Top, jetzt lassen wir das Ding laufen. Zum weiteren Ablauf. Wenn mein Wecker morgen früh pünktlich klingelt, dann sind wir morgen früh auch pünktlich da. Wir machen morgen früh unsere Nummer 776. Und am Donnerstag machen wir kein Morgen-Webinar, sondern ein Abend-Webinar, um das Sommerpaket abzuschließen mit der Nummer 777. Das werden wir ganz entspannt angehen. Am Donnerstagabend. Vielleicht schiebe ich ja mal gucken, wie das läuft. Vielleicht schiebe ich ja ein extra Webinar für die Sommerpakete am Donnerstag früh noch dazwischen.
Mal gucken, wir haben Mittwochabend hier eine Veranstaltung auf dem Deckel. Wenn wir die nicht machen sollten oder wenn die früher zu Ende ist als gedacht, dann schieben wir vielleicht am Donnerstag früh noch eins dazwischen. Einfach gucken, was im Kalender angepriesen wird. So, auch wenn das heute ein bisschen kurz war, aber wer heute, sage ich mal, nee, sage ich noch nicht, ich mache jetzt erstmal schnell unsere Umfrage. Okay. So. Jetzt macht mal schnell eure Pünktchen. Bitte heißt das, ne? Bitte Pünktchen machen. Für die, die noch da sind, ich glaube, zwei sind schon wieder weg. Wir brauchen das für uns für die Auswertung, damit wir sehen, wie wir in Zukunft die Webinare gestalten. Die, die nicht mehr da sind, die können ja keine Pünktchen machen. Wir lassen das in der Regel eine Minute, anderthalb Minuten offen. Schön eure Häkchen machen. Okay, das Go dürfte durch sein. Die, die Häkchen machen dürfen, dürfen ja nicht alle. So. Und da habt ihr jetzt das Ergebnis. 42% waren nicht dabei, 6% plus minus 0, 47% vorne und 6% hinten. Ich wollte vorhin nämlich erst sagen, wer heute hinten ist, der ist, glaube ich, selber schuld. Wenn sich derjenige oder diejenige, wir wissen ja nicht, wer hier was irgendwie macht, outen möchte, kann er uns ja gerne mitteilen, warum. Wieso, weswegen man hinten gewesen ist. Könnt uns gerne was per Mail schicken. Gucke ich mir gerne an. Stopp, Hannes, vollkommen richtig. Auf die 70 ist zu viel. Ich lege meinen Stopp auf die 69. 8 Punkte, Tagesziel fast. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass ich meinen Stopp so ausblenden, dass ich meinen Stop unter diesem Zielbereich halten will, unter der 89, unter der 69 dann. Da unter diesem Zielbereich geht mein Stop und da bleibt er jetzt auch liegen. Jetzt heißt es hopp oder top. Entweder fliege ich hier oben bei der 80 raus oder hier unten knapp unter der 70. Also, entweder mit 10 oder mit 20 Punkten. Oder mit 9 oder mit 20 Punkten. Aber das werden wir ja gleich um 9 sehen, wenn da hoffentlich ein bisschen Bewegung reinkommt. Bei den DAX rechne ich damit, jetzt da oben gleich wieder gedreht ist. Er macht der Maus gerne so einen Fake, was er heute früh auch gemacht hat. So ein Klassiker hier morgens so gegen 8 ungefähr in diesem Bereich, kurz hier hoch, kurz vor 8, bupp, hier oben die Stops abgeräumt, um dann direkt Richtung Süden marschieren. Das war die erste Welle, deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen damit rechnen, dass er weiter Richtung Süden marschiert. Und deswegen habe ich die Position hier ganz knapp unter diesem Zielbereich dann auch gedreht. Und jetzt
lauern wir drauf, dass er da runterläuft und unten werden wir das Ding wieder drehen. Bei 10:08:30 ungefähr, dann haben wir fast 100 Punkte. Wir hatten den Long-Einstieg bei 74. Gedreht haben wir bei 27. Wir haben hier 50 Punkte mitgenommen. Wenn wir jetzt hier runter die Position drehen, müssen bis zur 10:08 müssen wir damit rechnen, dass er dahin läuft. Aber dann kommen hier 100 Punkte ungefähr oder fast genau 100 Punkte obendrauf. Dann haben wir 150 Punkte und dann dürfen wir hier auch 30, 40 Punkte von den 150 riskieren. Das war genau richtig, bist schon ein Meister, hast mich überzeugt. Ja. Danke, Hannes, für die Blumen. Bei der 70 hätte es dich jetzt wahrscheinlich erwischt. Stopp auf die 70 hier hätte er dich wohl geholt. Deswegen haben wir ihn knapp darunter gelegt. Unsere jetzt. Hopp oder top. Dass der Markt jetzt nervös wird, kurz vor 9, ist nicht unnormal. Und jetzt liegt er ja auch richtig, weil wenn er jetzt ein neues Tief macht, dann haben wir eine Abwärtstrenddefinition, dann müssen wir die Position auch verlassen. Okay. Und ich muss euch, auch wenn ich heute Morgen verpennt habe, auch verlassen, weil mein Kaffee wird da draußen sonst kalt. Morgen vielleicht mit ein paar Bildern. Wir werden den Standort nicht mehr wechseln. Wir haben die bewegungsreichen Zeiten haben wir hinter uns. Wir haben jetzt für unseren Abschluss der Tour einen wunderschönen Standort 200 Kilometer nördlich von Oslo gefunden und da werden wir jetzt noch die nächsten 6, 7 Tage verbringen, das noch ein bisschen abklingen lassen. Wir wollten uns ja auch ein bisschen erholen, was bis jetzt noch nicht so richtig gelungen ist, aber wir wollen ja ein bisschen Kräfte sammeln für die Tage, die da kommen, weil wenn wir nach Hause kommen, wir haben am 8., 9. September haben wir die Investment in Business Days. Dazu werden wir am Wochenende oder wenn ich wieder zu Hause bin, werden wir noch eine separate Mail versenden, wo wir am Mittwoch und am Donnerstag zwei Vorträge halten. Jeweils kann man sich anmelden, muss ich mal mit Michael bereden, wie das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Michael Vogt ist der Veranstalter davon, wo ihr 2, 3, 4 Tage Fachvorträge satt verfolgen könnt. Und am Freitag und Samstag haben wir dann das Seminar im Schwarzwald und ab Sonntag dann die Trainerwoche. Die Leute, die Trainerwoche im Schwarzwald oder Seminar oder so gebucht haben, bitte, bitte achtet auf die Zahlungsmodalitäten. Wir müssen auch jetzt die ersten Raten oder müssen die Raten im Hotel bezahlen, sodass wir in der Stornohaftung sind. Wir haben euch den Zahlungsplan dazu geschickt. Bitte, bitte haltet den ein, wenn es irgendwie geht. Wenn nicht, oder wenn es irgendwie in irgendeiner Form hakt, weil einer im Urlaub ist oder was weiß ich, dann schickt uns bitte eine Mail dazu. So. Und unsere Position im Euro dürfte es
erwischt haben. Genau. Da sind wir raus, aber 8,5 Punkte. 5 Minuten saubere Umkehr. Habe ich auch nicht doch genau richtig reagiert. 70 das Tief und bei 69,5 lag unser Stopp. Und da sollte er auch hin. Und der Stefan ist mit 8,1 Punkten raus. Guten Morgen, Stefan. So, und das soll auch gut sein. Wir gucken uns den Spaß an. Er hat es leider hier oben nicht ganz geschafft, was er sonst eigentlich ganz gerne tut. Jetzt wird aber von 9 auch die Duckwise mit 11 Punkten raus. Das Ergebnis, das Gesamtergebnis konnte sich auch sehen lassen heute und deswegen können wir uns jetzt auch ganz getrost verkrümeln. Wir sehen uns ja morgen früh wieder. Ich stelle auch diesmal den Wecker richtig. Versprochen. Okay? In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Behaltet eure Punkte. Ja, hier gibt es schöne kleine Forellen und schöne kleine Eschen und schöne kleine Fältchen. Es macht einfach Spaß, bis zum Bauch im Wasser zu stehen mit der Fliegenrute und sich ganz, ganz kleine, aber edle, frische Fische hier aus dem Bach zu ziehen. Es ist ein Traum. Und vor allen Dingen 23, 24 Grad, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und dazu werden wir uns jetzt auch nämlich verkrümeln. Übergeordnet, die Marken habt ihr euch wahrscheinlich aufgeschrieben. Im Euro ist die 10, 1, 10, 38 bis 1, 10, 32 ausschlaggebend. Ich kann hier direkt vom Wohnmobil angeln, den Alarm dorthin legen und dann überlegen, ob man dort eventuell Longe die und die DAX-Geschichte haben wir auseinandergepflückt. Die 10,8 unten, 10,8, 20 bis 10,8, die sollte nochmal geholt werden, um dann direkt die Bullen auf das Trapez zu rufen und den Markt nach oben zu katapultieren. Hoffen, mal gucken, ob es aufgeht. Ihr habt es auch lange genug warm gehabt, viel wärmer als bei uns. Ihr habt es lange genug warm gehabt und ich habe auf die Wetterkarte geguckt und gesehen, wir haben die ganze Woche hier wirklich strahlenden Sonnenschein und tagsüber 24, 25 Grad. Wir sind die letzten 10 Wochen nicht verwöhnt worden, gar nicht. Sondern wir haben am Sonntagabend noch mit unserem Camping-Nachbarn draußen gesessen und noch ein Glas Wein getrunken. Als wir ins Bett sind, hatten wir 4 Grad. 4 Grad. Der Mensch ist immer zu unzufrieden und du ganz besonders, ne? Okay. Ich verabschiede mich jetzt, muss die Hungerpeitsche rausholen, damit wir was zum Mittag kriegen. Wir sehen uns wieder nochmal. Sorry, dass ich verpennt habe heute. Technischer Fehler. Aber dafür ist ja eigentlich auch Urlaub da. Und die letzten Tage haben wir gesagt, machen wir Urlaub. Also bis morgen früh. Behaltet eure Punkte, wenn so denn ihr denn jetzt welche habt. Wir werden das morgen früh auseinanderpflücken. Rolando, ich versuche mich in einer halben Stunde oder innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde bei dir zu melden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Genießt es, wir werden es tun. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skytrader Thorsten mit Christoph und Team im Hintergrund. Danke an euch. Bis dann. Tschüss, tschüss. Moin, moin.